Du bist nämlich ein kleiner, verrückter Mann. Ja, Kumpel. Und soll es hier definitiv nicht sein. Hier ist noch ein Haus. Fällt das schon wieder aus den Angeln oder können wir da rein? Nein, hier können wir gar nicht rein. Aber hier auf der anderen Seite. Und in das Haus. Gut. Das Haus ist verschlossen. Ich hab genug davon. Gehen wir erstmal hier rein. Wieder ein Mann mit seinem Sohn und seiner Tochter. Und ein Stockwerk höher. Denn ich verschwinde jetzt. Ist niemand. Okay. Denn ich verschwinde jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder. Ja, beinahe unter meiner Würde. Gucken wir das Nachbarhaus. Das ist auch verschlossen. Ich hab genug davon. Ich glaube, du wirst heute Abend schon die Radieschen von uns. Okay. Was wollt ihr? Was? Gut. Wer auch immer das ist. Ich glaube, du wirst heute Abend schon die Radieschen von unten anschauen dürfen. Legt eure Waffen sofort weg. Verzeiht das Klischee, aber das hier kann schnell und schmerzlos oder langwierig Fall verwehren. Welche Variante wählt ihr? Ich sehe niemanden aus euch. Wenn ihr uns alleine überfallt, könnt ihr nicht erwarten, dass wir aufgeben. Zerbrecht euch nicht den Kopf, ich überfalle euch nicht allein. Im Schatten halten sich noch drei meiner Freunde versteckt. Wir sind die Besten, die Liebesgilde hat. Wenn ihr Ärger machen wollt, dann glaubt nicht, dass ihr hier am Stück wegkommt. Ich bin sicher, dass ihr viele unsichtbare Freunde habt, meine Damen, aber davor fürchten wir uns nicht. Zieht euer Schwert, damit wir dieses kleine Dilemma lösen können. So scheint, dass es dazu kommen muss. Also gut, Jungs, legt sie um. Okay. Ja, euer Leben liegt in meiner Hand. Oh, Feuerpfeile, das ist übel. Was immer ihr braucht. So gut ihr kann, was wollt ihr? Okay, gefiert, das können wir lösen. Was? Wow, aber die den Pfeilhagel, der nervt langsam. Okay, die Magierin ist ausgeschaltet. Du trink Heiltränke. Was wollt ihr? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Eure Diener sind für die Gruppe. Und tötet diese Halbstarken. Okay. Was? Beinahe unter meiner Ich glaube, wir müssen demnächst mal wieder rasten oder einen Tempel aufsuchen. So, was haben die denn Schönes? Schutz vor Geschossen und einen Meisterdiebeskunsttrank. Den kannst du doch gut gebrauchen. Kurzschwert. Zum Minsk, das Kurzschwert. Kannst du einen der Zauber lernen? Und irgendwer hat ja noch ein Langschwert, genau. Ich bin ganz Ohr. Langschwert plus 1. Normale Geschosse kannst du nicht lernen. Schade. Und doch, wir sollten rasten. Ich will wissen, was der Ring kann. Dann habe ich noch das hier. Das ist Vampirgriff. Konnte nicht geschrieben werden. Schade. Minsk und Heiltrank. Gut. Was würde ich jetzt? Genau, sie sollte sich die anderen Halbstarken hier noch angucken. Die Feuerpfeile von denen einsacken. Auf jeden Fall. Oh, das sind andere Pfeile. Sind das nicht plus 1 Pfeile? Doch, sind es.
Feuerpfeil und Feuerpfeil. Okay, immerhin hat viele Pfeile. Was hier lang? Gut. Ein Buch interessiert uns nicht. Wir gucken uns jetzt mal hier um. Was die da klauen oder bewachen wollten. Geld. Und freuen uns darüber, wow, dass sie fast nur noch 15.000 braucht. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Vorhin waren es 17.000. Seht ihr, das geht gut ab. Wir haben schon wieder 2.000 Erfahrungspunkte plus gemacht. Hier unten ist allerdings nichts. Was wollt? Nichts leichter als das. Gut. So, was ist hier oben? Mich kümmert's, ich hab genug davon. Immerhin, guck dich mal um. Also ja, wir überfallen keine Familienhäuser. Freundschaft brauchen wir nicht. Obwohl, Freundschaft können wir verkaufen. Das klang jetzt etwas falsch. Wir verkaufen Freundschaft. Gib mir 5 Gold und ich bin für einen Tag dein bester Freund. Ja, das klang wirklich etwas falsch. 30 Goldmünzen. Und das hier ist nichts mehr. So. Beinahe unter meiner Würde. Okay, wir können gehen. Hoffentlich. Ja, können wir. So, das haben wir erkundet. Jetzt bleibt nur noch das Gebiet hier. Nichts leichter als das. Und sicherheitshalber mal ein Quicksave, falls was Unvorhergesehenes passieren sollte. Bürgerlicher. Das hier sieht aus wie noch so ein Handelshaus, oder? Gemeinschaft der Sieben Sonnen, genau da wollen wir rein. Aber erst einmal brauche ich eine Bar oder irgendetwas in der Richtung. Vielleicht sollte ich einfach zuerst mal zurückgehen, dem einen seinen, zu dem Basilisken Heini. Und dort die Bar suchen. Dort war, glaube ich, eine. Hier ist übrigens der Eisenthron direkt nebenan. Bürgerlicher, bürgerlicher. Das Haus kann man nicht betreten, von hier aus jedenfalls nicht. Gut. Wir können von hier aus in den oberen Ring. Bürgerliche? Was ist wohl hier in der Kiste? Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr Interessantes, außer die Gemeinschaft der Sieben Sonnen. Ah doch, dieses Haus hier. Ja, in das Haus könnten wir noch rein. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Dann werfen wir mal einen Blick hier rein. Das ist sogar offen. Okay. Euer Leben liegt in meiner Verlass diesen Ork. Ah, Grüberschleif steigt immer weiter aus dem Keller auf. Ergreift die Flucht, keucht, solange ihr noch könnt. Oh, der Schankwirt wurde gerade von Schleim getötet. Beinahe unter meiner Würde. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Okay, der explodiert jetzt auch gleich, oder? Wegen Verarbeitung gesperrt. Beinahe unter meiner Würde. Ja, also jeder, der vergiftet wurde, stirbt. Das heißt, diese Schenke hier ist verlassen. Du bist ja ein komischer Kerl. Ich hab genug davon. Also wird sich Imoen anschicken, sich mal hier umzusehen. Wahrscheinlich gibt es hier allerdings nichts von Wert.
Nein. Ja, beinahe unter meiner Würde. Beinahe unter meiner Würde. Okay, wir können also hier ruhig raus. Beinahe unter meiner Würde. So viel dazu. Okay, hier ist alles aufgedeckt. Die sieben Sonnen, die wollten wir erstmal lassen. Oh, achso, das war der Gemischtwarenladen. Oder ist das ein anderer? Muss ich jetzt mal kurz gucken. Nein, da, in dem da waren wir schon drin. Und in das Haus können wir auch noch. Okay. Dann gehe ich mal kurz in den Gemischtwarenladen. Wir haben ja wieder Zeug zusammen gesammelt, was wir noch verkaufen können. Beinahe unter meiner Würde. Okay, der sieht ein bisschen anders aus. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Was habt ihr Verkaufenswertes? Oh, der verkauft Waffen. So, das heißt, wir verkaufen bei dem. Oh, bei dem können wir viel verkaufen. So, verkaufen wir erstmal das, was Khalid alles hatte. Die leichte Armbrust plus 1 können wir verkaufen. Blitzstrahl, Infravisionstränke. Glück, habe ich ja gesagt, brauchen wir nicht. So, verkaufen. Wer hatte noch die Freundschaft? Oh, bei dir können wir identifizieren. Das klingt ja richtig mächtig. Der Geschossring, der kann nur... kann auch von jemand anderem verwendet werden. Bei der Ring, Zauberring und etliches Gedächtnis. Vor langer Zeit erzählte man sich von einem großen Zauberer aus Am. Er hätte sich über die vom Mystra gesetzten Grenzen der Künste der Magie hinweggesetzt. Legenden besagen, dass dieser Zauberer Zauber aussprechen konnte, ohne dabei durch sein Gedächtnis eingeschränkt zu werden. Schließlich fand man aus, dass seine Kräfte von den Zauberringen herrührten, die er selbst für sich hergestellt hatte. Sein angebliches unendliches Gedächtnis war ein Schwindel, aber die Ringe gehören immer noch zu den gefragtesten Gegenständen in den Reichen. Verdoppelt die Anzahl an Zaubern des ersten Grades, die ein Zauberkundiger auswendig lernen kann. Oh, immerhin kann den Geschossring benutzen, sehr schön. Das heißt... Bäm! Aber richtig Bäm. Dann ordnen wir die Zauber mal neu an. Dreimal identifizieren. Und den Rest voll mit magischen Geschossen. Also siebenmal magische Geschosse. Und wenn sie nochmal eine Stufe aufsteigen sollte und dann vielleicht nochmal Zauberslots hier kriegen sollte. Weil ich glaube, das Maximum, was sie kriegen kann, ist 6. Dann hat sie verdammt viele Zauberslots. Naja, wir kriegen nochmal 2 Stück. Im Augenblick haben wir 10. Und 6 kann sie maximal, glaube ich, haben. Yay. Übel. Was wollt ihr? Gut. Nichts leichter als das. Und es wird schon, geht schon langsam wieder gegen die Dunkelzeit hin, hä? Ja, wir haben schon 2 Uhr nachmittags. Die Zeit vergeht, wenn man im Baldur's Tor unterwegs ist. Ich finde es ja schade, dass es im Baldur's Gate nicht die Möglichkeit gibt, einfach zu warten. Also man sagt, man bleibt 6 Stunden am selben Ort stehen. Nichts leichter als das. Noch ein Gemischtwarenladen? Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Lass mal sehen, was ihr habt. Kannst du die Bolzen identifizieren? Nein. Okay, gut. Nichts leichter als das. Das heißt, hier haben wir jetzt alles abgegrast, abgesehen vom Haus der sieben Sonnen. Das machen wir als nächstes, bevor wir in den oberen Ring gehen. Dann können wir nämlich zu den sieben Sonnen gehen, können Scar davon berichten und dann uns weiter umschauen. Aber jetzt will ich mal kurz gucken, was ich von hier aus erreichen kann. Gut. Oh, einmal das Gebäude hier. Was verschlossen ist. Oh, ich kann wahrscheinlich nur das eine Fitzelchen hier abklappern. Okay. Was wollt ihr lang?